mitten in der schönsten Sommerzeit, umgeben von vielen Blumen und von dem Grün der Bäume und dem Goldgelb der reifenden Felder, feiern wir Andacht. Wegen des plötzlich einsetzenden Regens mussten wir heute allerdings in die Kirche ausweichen. Aber feiern können wir trotzdem. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Sommer hat in diesem Jahr lange auf sich warten lassen. Ich habe mich danach gesehnt, endlich ohne Jacke, nur mit T-Shirt und Sandalen losgehen oder leicht bekleidet mit dem Fahrrad unterwegs sein zu können. Jetzt genieße ich die Wärme, die Sonne, das satte Grün der Bäume in den Gärten, der Alleebäume an den Landstraßen, der Bäume im Wald. Ich freue mich über die vielen Kornblumen an den Feldrainen, die prachtvollen Rosen in den Vorgärten, die Vielfalt der Sommerblumen. Ich liebe die langen, warmen Sommerabende im Garten beim Rotwein. Wenn ich das alles sehe und wahrnehme, weiß ich selbstverständlich, dass Sommer ist. Da brauche ich keinen prüfenden Blick in den Kalender. Es sind die Zeichen der Jahreszeit, die mir zeigen, dass wir Sommer haben. Wir sehen sie, wir wissen sie zu deuten und wir richten uns danach. Wenn ich das Haus verlassen will, muss ich mir keine warme Jacke schnappen, weil ich weiß, dass die um diese Jahreszeit überflüssig ist. Von Zeichen, die die Jahreszeiten bestimmen, von Vorzeichen und Anzeichen, die auch über sie hinausblicken lassen, erzählt Jesus mit einem Anschauungsbeispiel. Im Evangelium nach Lukas lese ich: Jesus erzählte ein Gleichnis. Schaut euch doch den Feigenbaum an oder all die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist nahe. Ihr versteht doch die Abläufe der Natur gut genug, genau genug, dass ihr an den Blüten, dem Fruchtansatz der Bäume erkennen könnt, um welche Jahreszeit es sich handelt, sagt Jesus. Sommer ist eben, wenn die Bäume Früchte hervorbringen. Und dann wisst ihr auch, was zu tun ist, welche Vorsorge ihr treffen müsst, was ihr erwarten könnt. Die Zuhörer werden zustimmend genickt haben. Natürlich wussten sie, welche Anzeichen für den Beginn des Sommers stehen. Darüber musste er sie doch nicht belehren. Doch Jesus benutzt dieses Beispiel wie ein Sprungbrett, um auf anderes, nicht so an Augenscheinliches zu verweisen. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit auf andere Ereignisse, denen er Zeichenhaftigkeit, Vorbedeutung unterstellt. Er spricht von astronomischen und Naturereignissen, die die Menschen darauf aufmerksam machen sollen, dass das Ende der Zeiten nahe bevorsteht, dass der Menschensohn kommt. Es sind Ereignisse, die wir heute anders verstehen und interpretieren. Aber viel wichtiger als die Deutung dieser damals als wichtig angesehenen Vorzeichen erscheint mir, dass Jesus uns darauf hinweisen möchte, dass hinter den vordergründigen Erscheinungen tiefer liegende Zusammenhänge bestehen können, die wir nicht übersehen sollen. Ich habe mich so über das satte Grün in der Natur gefreut. Doch dann sehe ich plötzlich in unserer Eichenallee, in der ich wohne, dass die Bäume einen großen Teil ihres Laubs abgeworfen haben. Ein dichter Teppich schmutzig-grau verfärbter, halb vertrockneter Eichenblätter liegt unter den Bäumen am Straßenrand. Notabwurf des Laubes wegen fehlenden Wassers. Die monatelange Trockenheit hat dazu geführt, dass das Grundwasser absinkt, die Wurzeln nicht mehr genug Feuchtigkeit aufnehmen können. Die Bäume versuchen, die Verdunstung zu reduzieren, indem sie viele Blätter vorzeitig abwerfen.
schon im Juni statt im Herbst. Ich habe mich gefragt, warum ich das erst nach 2 bis 3 Tagen bewusst wahrgenommen habe, warum ich zuerst darüber hinweggesehen habe. Wollte ich das Warnzeichen, das sich darin verbirgt, nicht wahrhaben? War ich durch die Pracht der Blüten und das Grün in den regelmäßig bewässerten Rasenflächen in den Gärten so stark abgelenkt, dass ich die Notsignale der Eichen nicht an mich herangelassen habe? Wenn ihr all diese Zeichen seht, so wisst, dass, ja, was? Was ist da nahe? Ich muss diese Vorzeichen also nicht nur zur Kenntnis nehmen, ich muss sie auch zu deuten, zu interpretieren versuchen. Was also ist da nahe? Vielleicht nicht gleich das Ende der Welt, bestimmt aber auch nicht das Reich Gottes. Aber die Warnung, die in diesem Verhalten der Bäume enthalten ist, möchte ich schon hören und mich danach richten. Wenn die Bäume vorzeitig ihr Laub abwerfen, kann ich mich nicht mehr unbeschwert an dieser lieben Sommerzeit erfreuen. Da wird mir bewusst, dass ich mehr für die Bewahrung der Natur, für die Aufrechterhaltung der Lebensbedingungen von Pflanzen, Tieren und Menschen tun muss. Mir wird vor Augen geführt, dass die Bäume, unsere Mitgeschöpfe, unter den Klimaveränderungen mindestens ebenso stark leiden wie wir Menschen. Wunderbar ist der Sommer mit seinem Sonnenschein, der Wärme, der Möglichkeit, baden zu gehen oder auf der Wiese liegend zu träumen. Ich möchte noch viele Sommer erleben. Ich möchte mich am satten Grün und an den geradezu explodierenden Farben der Sommerblüten berauschen. Ich wünsche mir, dass auch meine Kinder und Enkel die Welt in 20 bis 30 Jahren so sommerlich bunt und lebensvoll genießen können, wie ich sie jetzt größtenteils erlebe. Und mir wird dabei klar, dass ich die Zeichen der Zeit, die Sommerzeichen, in all ihren Facetten wahrnehmen muss, damit ich nicht mit Scheuklappen durchs Leben gehe. Ich möchte mich von den nachdenklich stimmenden Zeichen herausfordern lassen, etwas zu tun für die Erhaltung und Bewahrung der Schöpfung. Sommer kann so schön sein. Ich bin dankbar, dass Gott uns jedes Jahr diese wunderbare Zeit schenkt. Ich möchte mit vielen Menschen gemeinsam etwas dafür tun, dass wir Gottes Geschenk nicht verderben lassen. Wenn wir diese Sommerzeichen erkennen und wenn wir unsere Lebensweise so gestalten, dass wir Warnzeichen nicht übergehen, dann werden wir dem Reich Gottes, das Jesus angekündigt hat, ein Stück näher kommen. Amen.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.